den San Benito, das Bußkleid der Inquisition. Die Buße war eine der mildesten Strafen der Inquisition. Nach seiner Entlassung aus den Kerkern des Alcazars wurde dem Büßer der San Benito ausgehändigt, den er anzulegen und danach nie wieder abzulegen hatte. Sonst erwarteten ihn die härtesten Strafen. So gebrandmarkt kam es nicht selten vor, dass einer der Büßer vor dem Alcazar erschien, um beim Inquisitor um Gnade zu betteln. So also fiel auch ich zunächst nicht auf. Ich hielt den Kopf gesenkt, die Hände gefaltet und betete. Von den Wachen kam keine Reaktion. Einer von Fuensecas Männern, ebenfalls bekleidet mit dem San Benito, kniete sich neben mich und tat es mir gleich. Ein weiterer kam. Und noch einer. Hinter den Mauern wurde es unruhig. Schließlich waren wir über 40 Männer. Ich hörte den Wachkommandanten Befehle rufen, doch noch